So sehen also die Füße für Offshore-Anlagen aus. Die werden in der Nordsee verankert und da kommen dann die Offshore-Windanlagen drauf. Nur mal so kurze Info für die Leute, die das interessiert. Das ist so ein Ponton, der wird einfach quer vom Pier gelegt. Und dann werden diese Füße auf Schienen auf den Ponton gefahren. Und der wird dann nach der Baustelle hingebracht. So, das war's. Nur mal eine kurze Info.